Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video ausgiebig mit dem Hollywood-Prinzip auseinandergesetzt und gesehen, wie wir dieses Prinzip mit Hilfe von Delegates umsetzen können, anhand eben dem Timer-Beispiel. Wir kommen jetzt zu einem anderen Thema und das sind eben die Basisklassen von Delegate. Wenn wir uns nochmal unsere Funktion mit Zahl anschauen möchten, die wir bis jetzt geschrieben haben, dann sehen wir ja, dass diese Definition des Delegates sehr kurz ist und dass es auch nicht möglich ist, wie bei anderen Typen, dass wir hier eben nach dem üblichen Kopf des Typens über den Doppelpunkt angeben können, dass wir was weiß ich von anderen Objekten ableiten und so weiter. Also Vererbung ist mit Delegates so nicht möglich, aber es ist wie bei den Enumerationen so, dass wir eben implizit von diesen Klassen, die wir hier sehen, ableiten. Und das ist einmal hier auf der rechten Seite Multicast Delegate. Von dieser Klasse leiten wir implizit ab. Und Multicast Delegate leitet wiederum von Delegate ab und diese Klasse wiederum von Object. Was heißt das für uns? Nun, wenn wir eben einen Delegate erstellen, wie zum Beispiel hier diesen Timer Callback, wenn ich diesen mal explizit hier erstelle, nehmen wir eben den Callback. Und das ist, wenn Timer tickt, dann haben wir letztendlich auch die Möglichkeit, dass wir diesen Callback beispielsweise über die Klasse Delegate ansprechen. Das heißt, hier haben wir eben die Ist-Eine-Beziehung. Wie nenne ich das? Einfach mal bloß addDelegate, diese Variable. Und wir sehen hier, dass diese Zuweisung hier korrekt ist. Das heißt, wir können eben Timer Callback über die ist eine Beziehung über eine Delegate-Referenz ansprechen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist natürlich, dass diese Klassen, die wir hier haben, uns noch einige Methoden bereitstellen, die relativ interessant sind. Und der Name Multicast Delegate verrät auch schon so ein bisschen, dass dieser Delegate eben nicht nur eine Methode, sondern auch mehrere Methoden referenzieren kann und diese Methoden dann natürlich auch alle ausgelöst werden, wenn wir eben den Multicast Delegate aufrufen. Also Multicast heißt in diesem Sinne auf Deutsch so viel wie mehrere referenzierte Delegates, die ausgelöst werden. Multicast oder Mehrfachauslösung. Könnte man das in einem Wort übersetzen. Okay, dann schauen wir uns trotzdem nochmal an, was es hier so auf Delegate und Multicast Delegate gibt. Wir haben hier eben die Combine-Methode, die ziemlich wichtig ist. Damit kann man nämlich zwei Delegates zu einem Multicast Delegate kombinieren. Und dieser Multicast Delegate schaut dann eben auf alle oder referenziert alle Methoden, die die beiden Delegates vorher referenziert haben. Bloß eben ist es nur ein Delegate nach dieser Operation. Das Pendant dazu ist eben die Remove-Methode. Das heißt, dass wir hier eben aus einem Multicast-Delegate eine Methode entfernen können, indem wir einen entsprechenden Delegate, der diese Methode referenziert, eben hier als Parameter mit angeben. Wir sehen hier auch, die Operatoren ist gleich und ungleich ist gleich sind überschrieben. Was heißt das? Wenn wir zwei Delegates erstellen, die auf dieselbe Methode zeigen, dann gelten die als gleich. Also Delegates sind sowas wie Value Objects. Sie definieren sich eben über die Methode, die sie referenzieren. Und wenn wir zwei Objekte haben, zwei Delegates, die eben auf dieselbe Methode zeigen, dann gelten diese als gleich. Mit Dynamic Invoke kann man einen Delegate dynamisch über Reflection aufrufen. Was heißt das? Wir haben ja hier noch den Callback. Wir können jetzt, hier habe ich diesen Delegate weggenommen, also der hier ist jetzt wichtig. Wir können jetzt über diese Basisklasse den Delegate nicht einfach so auslösen, wie wir das gewohnt sind. Das geht nicht. Es geht nur, wenn wir eben den Delegate wirklich hier wie eben mit dem konkreten Delegate-Typen sozusagen hier in dieser Variable referenzieren, dann können wir eben Callback schreiben und hier null mit übergeben. Das würde dafür sorgen, dass wir
diese Methode hier unten aufrufen. Das können wir jetzt aber, wenn wir eben diesen Delegate über die Basisklasse ansprechen, nicht mehr machen. Wir können ihn trotzdem auslösen, und zwar müssen wir da eben Dynamic Invoke aufrufen, und wir sehen hier eben, dass wir einen Array mit übergeben können, der eben die Parameter enthalten sollte. Also diesen Object Array, und hier würden wir beispielsweise dann eben null angeben. Und dieses Argument würde dann sozusagen hier für Object State gesetzt. Das Ganze ist aber über Reflection und ist deswegen auch etwas langsamer als dieser normale Aufruf hier. Das kann man aber auf jeden Fall mit Dynamic Invoke machen. Und hier unten habe ich auch nochmal die wichtigsten Methoden, die diese Klassen haben, eben aufgelistet. Was uns jetzt natürlich noch am meisten interessiert, wie mache ich denn jetzt im Code direkt aus zwei Delegates einen Multicast Delegate? Und dazu gehen wir eben nochmal einen Schritt zurück und nehmen dieses Beispiel, was wir im letzten Video besprochen haben, weg. Und nehmen uns den Code, den wir dazu im Skript haben, eben auch wieder mit hier direkt ins Programm rein. Das heißt, ich erstelle hier einen Delegate. Und ich baue mir hier mal einen neuen Delegate. Beziehungsweise einen neuen Delegate-Typen. Den nenne ich eben Verarbeite-Zahl-Delegate. Und dieser Delegate soll eben so aussehen, dass er keinen Rückgabetypen hat. Aber dafür eben einen Integer als Parameter bekommt. Und wir sagen hier eben bilde Quadrat. Und gib aus. Diese Methode schreiben wir hier natürlich drunter. So. Und was wir hier machen, ist eben ein Console-WriteLine mit der Methode math.power. Und hier geben wir eben eine Zahl an und wie oft diese Zahl eben potenziert werden soll. Also Power steht im Englischen für potenzieren. Und ich mache hier noch eine zweite Methode, die heißt eben ziehe Wurzel und gib aus. Und auch diese kriegt eben einen Integerwert. Was wir hier machen, ist die Console-WriteLine math.squared. Das ist eben Square Root. Und damit zieht man eben die Wurzel. Also Square Root ist der englische Begriff für die normale Wurzel ziehen. So. Und was wir hier eben machen können, wir haben hier diesen Delegate erstellt. Hier habe ich mal explizit diesen Konstruktoraufruf mit angegeben für den Delegate. Hier haben wir eben dafür var genutzt. Auf der linken Seite. Und was man jetzt machen kann, ist, dass man eben entweder die Delegate.combine-Methode aufruft. Die findet man hier. Damit kann ich eben jetzt zwei Delegates übergeben. Das schauen wir uns nochmal kurz hier an. Wenn wir das genau anschauen. Also ich kann eben hier einen Delegate A und einen Delegate B übergeben und bekomme einen Delegate zurück. Und was heißt das letztendlich? Dass
alle Methoden, die von A und B referenziert sind, also sowohl A und B können auch schon selbst Multicast Delegates sein, die werden zu einer Aufrufliste kombiniert und die wird eben im Delegate, der zurückgegeben wird, festgehalten. Es geht aber auch einfacher, wir müssen nicht diese statische Methode nehmen, sondern wir können direkt addDelegate plus ist gleich eben ziehe Wurzel aus und gib aus hier angeben. Und wenn wir das gemacht haben, können wir dann eben diesen Delegate aufrufen, beispielsweise mit 81. Das heißt, hier würde da einmal das Quadrat von 81 berechnet und danach die Wurzel und jeweils das Ergebnis ausgegeben. Und das schauen wir uns jetzt auch nochmal an. Wenn wir dieses Programm ausführen, dann sehen wir hier eben, dass zuerst hier eben 6561 berechnet wurde und danach die 9. Also das ist das Quadrat von 81, das ist die Wurzel von 81. Und wenn wir jetzt durch den Source Code debuggen, dann sehen wir eben, dass an diesem Punkt aus sozusagen die Invocation Lists von diesem Delegate hier, den wir hier gebaut haben, und dem hier unten kombiniert werden zu einem Delegate und dieser Multicast Delegate wird dann gleich wieder dieser Variable hier zugewiesen. Und wenn wir jetzt eben mit F11 mal in den Delegate-Aufruf reinsteppen, dann landen wir erst eben in Bilde Quadrat und gib aus dieser Methode hier. Also sozusagen die erste, die in dieser Aufrufliste hinzugefügt wurde. Und wenn diese vorbei ist, landen wir eben direkt in der zweiten Methode. Und hier wird eben die Wurzel berechnet. Und wir sehen, mit einem Delegate-Aufruf können wir sozusagen nicht nur eine Methode auslösen, wie das bei Funktionszeigern in C der Fall ist, sondern auch mehrere. Und wir merken uns eben, mit dem Plus-Ist-Gleich-Operator können wir eben die Aufruflisten von zwei Delegates kombinieren. Und das kann ich auch noch mal kurz zeigen, wenn wir eben Minus ist gleich hier aufrufen und ich nehme hier beispielsweise Bilde Quadrat und gebe aus wieder weg und ich rufe dann eben hier nochmal mit 81 auf, dann werden wir eben sehen, dass von diesem Delegate diese Methode wieder weggenommen wurde. Das entspricht eben delegate.remove. Und wir würden mit diesem Multicast Delegate bloß noch diese untere Methode aufrufen. Das sehen wir auch an dieser Stelle nochmal. Wenn wir hier jetzt mit F11 reinsteppen, landen wir bloß noch in der unteren Methode und berechnen jetzt eben die Wurzel in diesem Fall. Wir haben jetzt hier auch noch nicht kein wirkliches Beispiel gesehen, wo das wirklich Sinn macht. Es ist eigentlich bloß wichtig, dass Sie aus diesem Video mitnehmen, dass jeder Delegate eben eigentlich ein Multicast-Delegate ist und dass ein Delegate-Aufruf nicht unbedingt heißt, dass bloß eine Methode aufgerufen wird, sondern es können auch durchaus mehrere sein oder auch gar keine. Also ein Delegate kann auch einfach null sein und keine Methode referenzieren. Das ist wichtig, wenn wir uns dann im nächsten Video Events anschauen. Bitte beachten Sie auch noch die Klassen Delegate und Multicast Delegate, die eben implizit die Basisklassen für alle Delegate-Typen sind. Das können wir nicht beeinflussen, das setzt der Compiler eben automatisch. Und mit diesen Gedanken im Kopf können wir uns dann im nächsten Video auf die Events stürzen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.